Swishbox, read your friends. Hey, ich begrüße dich zu der Swishbox. Jetzt sind wir schon im 5. Teil angekommen und einige von euch wissen schon, um was es geht. Für die anderen, in der Swishbox kannst du deinen eigenen Gruß oder Glückwunsch übers Fernsehen mitteilen. Das Einzige, was du dafür machen musst, ist den Weg zu uns finden und deinen Gruß aufnehmen. So, wie es die Personen gemacht haben, die genau jetzt kommen. Hallo zusammen. Ja, also ich hoffe, euch gefällt die Sendung von den Videogängen. Es ist eine super Sache, was sie machen. Und ja, ich grüße meine Kollegen, Verwandte und ja. Hallo zusammen. Ich wünsche allen, die im Moment gerade in der Berufswahl sind, dass sie einen passenden Beruf finden und dass sie den nachher dann machen können. Weil ich weiss, dass es sehr schwierig ist, sich zu entscheiden. Hallo zusammen. Ich grüße meine ganze Familie und alle, die mich kennen, und ich wünsche ihnen alles Gute für unser Leben. Zu wenig Zeit, um zu uns zu kommen? Kein Problem. Natürlich kannst du auch von zuhause aus mit deinem Handy im Querformat, einer Kamera oder einer Webcam dein Video über eine beliebige Transfer-Webseite an info@videogang.ch schicken. Aber gehen wir lieber wieder zurück zum Wesentlichen, zu den Videos. Von den Personen, die es genau auf die Art gemacht haben. Viel Spass! Als erstes möchte ich meinen Bruder grüßen. Ich wünsche ihm alles Gute im Leben und zudem einen dicken Gruß an den Peter aus Deutschland. So wie immer gratulieren wir unseren Facebook-Kollegen zu ihrem Geburtstag. Wir wünschen dem Marc Krebser alles Gute zu seinem 15. Geburtstag. Er ist am 4. März 1998 auf die Welt gekommen. Der Joel Keller ist am 6. März 1995 geboren. Wir wünschen ihm alles Gute zu seinem 19. Birthday. Am 7. März 1998 hat Nicolas Luginbühl Geburtstag und wird 15. Dazu wünschen wir ihm alles Gute. Dann gratulieren wir am Tobi Koch, einem ehemaligen Mitarbeiter von der Videogang, zu seinem 33. Geburtstag, den er am 11. März feiert. Weiter geht's mit dem Philipp Landolt. Sein Geburtstag ist am 12. März 1998 und er wird 15. Zum Schluss wünschen wir der Esther Schmid alles Gute zu ihrem 54. Geburtstag. Sie ist am 16. März 1960 geboren. Nimm mit uns Kontakt auf, via Mail, Facebook oder Twitter. Und schick uns deine persönliche Nachricht für die Swishbox. Wir warten auf dein Video. Hoi, du schaust Youth Edition 091. Wir haben heute wieder ganz viele spannende Themen für dich. Das Fliegen gehört ja eigentlich schon zum Alltag. Trotzdem ist es für manche noch etwas Besonderes. Es gibt immer noch Jugendliche, die sich für Aviatik interessieren. Wir haben jemanden getroffen, der sich mit uns über sein Hobby unterhalten hat. And I'm sitting on top of the world. I'm rolling along. Früher war es ein jahrelanger Kampf der Menschheit, das Luftreich zu erobern. Damals sind die ersten Flugzeuge jedoch nicht allzu lange in der Luft geblieben. Heutzutage haben wir die Luft schon längstens unter Kontrolle. Die sogenannte Aviatik hat aber mittlerweile auch schon seinen Weg in Social Media und somit in die eigenen vier Wände gefunden. Denn es ist für Hobby-Aviatiker schon möglich, den kompletten Alltag von einem Pilot und seiner Crew virtuell zu simulieren. So macht es auch der Patrick. Er ist zwar erst 17, tut aber schon seit er ein Kind ist viel Erfahrung auf dem Gebiet der Aviatik hobbymässig sammeln. Machen kann man das zum Beispiel im Internet. Auf einer Karte kann man live den Flugverkehr auf der ganzen Welt mitverfolgen und so beobachten, wo sich die einzelnen Flüger auf ihrer Route gerade befinden. Auch interessante Daten zu Abflugs- und Zieldestination und zum Flugzeug selber lassen sich abrufen. Als Hobby-Aviatiker kann man aber nicht nur den Flugverkehr beobachten, sondern auch alles virtuell simulieren.
Das Ganze heisst VETSIM, also Virtual Air Traffic Simulator. In diesem globalen Netzwerk können unzählige Aviatik-Begeisterte von der ganzen Welt mit Flugsimulatoren den Alltag von einem Pilot, Flugverkehrsleiter usw. untereinander ausleben. Die Hobby-Aviatiker tun aber nicht etwa Fantasierouten fliegen. Nein, sie leben ganz nach dem Prinzip «as real as it gets», also so real wie möglich. Und das auf eine besondere Art und Weise. Mitte Februar 2014 sind die teils noch sehr jungen Flugfans mit der harten Realität konfrontiert worden, wo eine Maschine von der Ethiopian Airlines entführt worden ist. Der Patrick hat via Social Media von dieser Entführung erfahren. Und das noch bevor die grossen Medien darüber berichtet haben. Also ich war gerade in der Schule, in der 10. Pause, und habe natürlich wie immer eigentlich so ein bisschen mein Facebook ausgecheckt, also mein Social Media Zeugs. Mhm. Und dann habe ich gesehen, wie ein paar Kollegen von mir von der Aviatik, wo ich auch so ein bisschen mit dem connected sind, wie das gepostet haben und geschrieben haben, ja, Äthiopien-Flug ist gekidnappt worden, hat Squawk 7500, also 7500, was so viel heisst wie hijacked, also kidnapped. Es gibt noch viele Piloten, die das aus Fehlern machen, weil sie vielleicht drauf kommen oder das ohne Absicht machen. Auch die Aviatik hat also die multimediale Welt erreicht. Wie sich die momentan noch jugendlichen Hobby-Aviatiker vielleicht mal im echten Berufsleben als Piloten und Co. schlönt, kann uns nur etwas verraten. Die Zukunft. Kennst du die neue Webseite von der Videogang schon? Such uns jetzt unter www.videogang.ch und entdeck die Videogang vollkommen neu. Auf der Seite Sendung findest du immer Infos zu den aktuellsten Sendungen. Hast du eine verpasst? Kein Problem. Im Archiv findest du alle von den letzten Jahren online, wo du sie direkt schauen kannst. Bei Aktuell findest du fast täglich neue und informative Beiträge, die du auch interaktiv mitbestimmen kannst, indem du an einer Abstimmung teilnimmst oder einen Kommentar schreibst. Lies die Beschreibung über uns oder durchforsch die einzigartige Geschichte von rund 17 Jahren Videogang. Hast du eine zündende Idee? Dann schreib uns doch direkt im Online-Formular oder per Mail. Wenn du die Sendung aktiv mitgestalten willst, mit Fotografieren, Filmen, Moderieren oder Schneiden, melde dich an auf Mitwirken. Das und vieles mehr ist videogang.ch. Also, worauf wartest du noch? Das nächste Thema ist eins, das uns alle betrifft. Hast du zum Beispiel gewusst, was du mit einem Tweet oder mit einem Post alles kannst auslösen? Wir zeigen es dir in unserem nächsten Beitrag. Nicht nur Vögel twittern, also zwitschern untereinander, sondern auch wir Menschen. Zwar nicht wie unsere zwei Vögel, aber über eine Social-Media-Plattform namens Twitter. Twitter ist nichts anderes als eine Kommunikationsplattform, wo Nutzer Kurznachrichten verfassen und auch überkommen können. Wie wichtig die Nachrichten dann sind, das sei dann dahingestellt. Innerhalb von ein paar Sekunden können aber Menschen auf dem ganzen Planeten Nachrichten empfangen und sie weiter verbreiten. Das ist häufig der Grund, wieso Infos über Ereignisse zuerst auf Twitter auftauchen, bevor die Medien wie Fernsehen, Radio und Zeitungen überhaupt etwas davon wissen. Wie zum Beispiel der Tod von Osama Bin Laden oder das Wunder vom Hudson River, wo schon lange, bevor es die Medien gewusst haben, auf Twitter diskutiert worden sind. Nachrichten auf Twitter sind aber meistens sehr oberflächlich und sagen nur aus, dass etwas passiert ist. Hintergrundinformationen und was genau passiert ist, liefern also nach wie vor die Medien. Ein Beispiel, das Twitter sicherlich von Vorteil war, ist der Fall des entführten äthiopischen Flugzeugs, das schliesslich in Genf gelandet ist. Aviatik-Fans auf der ganzen Welt haben schon viel früher gemerkt, dass etwas mit dem Flugzeug nicht stimmen kann. Was für einen Einfluss wird Social Media in Zukunft auf solche Ereignisse haben? Durch Twitter sind Aviatik-Fans den Medien weit voraus gewesen. Darum ist der Patrick auch für die Zukunft optimistisch. Aber ich finde eigentlich,
dass sich in Zukunft wieder wird bewähren, dass man wieder so etwas davon wird hören, dass man wieder wird hören, es ist ein Flug entführt worden und dass es wahrscheinlich wieder die Ersten werden sein, die auf dem Flight Radar 24 das anschauen. Nachrichten wie diese sind sehr hilfreich für die Medien. Aber es gibt nicht nur richtige Nachrichten im Social Media. Häufig werden auch falsche Nachrichten verbreitet und falsche Todesmeldungen verkündet. Wie zum Beispiel, dass der Will Smith gestorben ist, was aber gar nicht der Wahrheit entspricht. Mit sogenannten Shitstorms sind schon x Promis auf Twitter vorzeitig für tot erklärt worden. Das ist ja weiter nicht so schlimm, aber es gibt Twitter-Falschmeldungen, die schlimmere Folgen haben können. Zum Beispiel, wo der Twitter-Account der US-amerikanischen Nachrichtenagentur AP gehackt wurde ist und die Falschmeldung verbreitet wurde ist, dass ein Terroranschlag aufs Weiße Haus gegeben und der Barack Obama verletzt wurde sei. Darauf aber sind die Kurse an der Börse dramatisch gefallen und rund 136 Milliarden Dollar sind durch einen einzigen Tweet verloren gegangen. Twitter hat also positive wie auch negative Seiten. Zum einen kann schnell über Sachen informiert werden, noch bevor die Medien darüber Bescheid wissen. Zum anderen kann man auch ganz schnell grosse Shitstorms auslösen, die teilweise sehr ernsthafte Folgen haben können. Die Videogang macht mobil. Unsere Webseite gibt es jetzt auch für unterwegs. Schau dir die neueste Sendung an und bleib immer auf dem neuesten Stand mit den aktuellen Artikeln aus verschiedenen Themenbereichen. Mach bei einem Wettbewerb mit oder zapp dich durch bei über uns. Oder hast du unterwegs gerade eine Idee und willst sie nicht vergessen? Teil sie uns mit beim Mitwirken. Vergiss nicht, uns zu liken und zu folgen auf unseren verschiedenen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und Twitter. Wir wünschen viel Spass beim Reisen mit der Videogang Mobile Page. Nase noch, die Handys vorlegen oder die Arschkarte ziehen. Das ist nicht das, was du jetzt machen musst, sondern das sind Redensarten, die Sarah im ersten Teil unserer neuen Rubrik erklärt. Viele Redewendungen, die wir tagtäglich brauchen, haben ihren Ursprung vor langer Zeit. Die einen sogar im Mittelalter gehabt. Hey, gestern bin ich so verarscht worden. Im Kino einfach genau die vorne und dran die letzten zwei Tickets geklaut. Du hast ja voll die Arschkarte gezogen. Was? Die Redewendung «die Arschkarte ziehen» brauchen wir im Alltag oft, um zu sagen, wow, da hast du jetzt mega Pech gehabt. Doch woher kommt die Redewendung? Schon in der Zeit, in der man nur schwarz-weiß Fernsehen schauen konnte, war die Faszination für Fußball gross. Wenn der Schiri jetzt einem Spieler eine Karte gezeigt hat, war oft unklar, ob es eine gelbe oder eine rote ist. Darum hat der Schiri die rote Karte in seine Hosentasche getan. So war gerade klar, dass wenn er die Arschkarte zieht, der Spieler einen Platzverweis bekommt. Aha! Hey, weißt du, wo der nächste Kiosk ist? Klar, einfach der Nasenah. Was? Der Nasenah verstehen wir eigentlich so, dass man immer geradeaus gehen soll. Der Ursprung ist aber ein bisschen anders. Wenn man im Mittelalter nach dem Weg zu der nächsten Burg oder zum Markt gefragt hat, so hat man einfach den Nasenah oft als Antwort bekommen. Aber nicht, weil man immer geradeaus laufen soll, sondern weil man die Fäkalien im Burggraben schon von Weitem geschmückt hat. Aha! Sie, Herr Lehrer, das können Sie nicht machen. Ich bin mir sicher, der hat nicht abgeschrieben, würde ich meine Hand ins Feuer legen. Das sagt man, wenn man vollkommen überzeugt ist, dass die andere Person keine Schuld trifft. Weil früher im Mittelalter hat man, um seine Unschuld zu beweisen, wirklich seine Hand ins Feuer legen. Sind die Finger nicht verbrannt, ist man angeblich unschuldig. Je stärker die Finger jedoch verbrannt sind, umso schlimmer war nachher auch die Strafe. I swear! Die
Das war es schon wieder mit der heutigen Ausgabe von Youth Edition. Wenn es dir gefallen hat, schalte dich auch nächstes Mal wieder ein oder besuche uns auf unserer Webseite videogang.ch. Folgt uns auf YouTube, liket Videogang auf Facebook oder befreundet euch mit Content Makers. Und wenn du auf die Anfangszeiten von Videogang zurückschauen willst, dann bleib jetzt dran. Ich sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. In der nächsten Ausgabe von der Top Edition gibt es wieder eine Fortsetzung von unserer 96er Edition. Das mal mit der Viola Tami. Ich weiss auch noch genau, wie wir den Namen herausgefunden haben. Wir waren alle eh so ein bisschen auf dem Gangster-Trip und gefunden, wir sind krass. Und hey, du bist in dieser Gang und du in dieser. Und dann sind wir irgendwie einfach die Videogang gewesen. Und ich weiss noch, Mira, eine gute Freundin von mir, hat gefunden, hey, wir sind die Videogang. Und wir haben es alles super gefunden. Und so ist die Videogang ins Leben gerufen worden. Dank dem Jonsch haben wir ein Interview mit ihr bekommen. Aber schau doch gerade selber. Leute dir schnell an. Den hau ich jetzt hin. Hä? Hoi? Lass mal schnell. Ich habe hier drei ganz nette Jungs von der Videogang. Weißt du noch? Genau, und denen haben sie mal geschrieben. Ja, genau. I know. Sie haben dir mal geschrieben und ich habe jetzt gerade ein Interview gegeben und ich finde es nicht mehr als recht, dass du das auch machst. Wann darf ich den Termin mit ihnen vereinbaren? Okay, nicht oder nicht? Gut. Ich habe gesagt, sicher, sie macht es. Wollt ihr gerade einen Termin vereinbaren? Oder? Okay, die Viola möchte unbedingt schnell einen Termin mit euch vereinbaren. Gut, ich gebe dir gerade eine Sekunde schnell. Da kommt die Viola, sie freut sich. Der Lukas für dich, Viola. Sie will nicht, aber macht so. Okay, sie schreibt uns immerhin, aber das haben wir gehört. Also, was sagen wir mal, nächste Woche haben wir einen Termin. Das gibt's auch auf. Okay, gut. Das weiss jetzt die ganze Welt, also. Weil ja, die ganze Welt schaut ja die Videogame. Ja, ja. Also, dafür geht's nächste Nacht wieder auf mich, ist gut. Du musst mir jetzt keine Fluchwörter an. Das ist gut. Also, Wilson. Bis bald. Okay, ciao. Also, bis zur nächsten Folge vom Rückblick in unsere Anfangszeit mit der Viola Tami. Bis dann, tschüss.